Hallo Freunde der Sonne, da bin ich wieder mit Spellstone. Ja, ich habe schon ein bisschen vorgearbeitet, ich habe hier die Abenteuer durchgemacht, ich habe die Prämien abgearbeitet und jetzt machen wir ein bisschen Arena. Wollen wir mal schauen, wie es läuft. Ob es läuft, dann läuft's. Ich habe ein paar Karten reingemacht, ich habe mir welche, die ich zu Staub gemacht habe, wieder zurückgeholt. Die werden wir wahrscheinlich gleich eh alle sehen. Und ja, bin gespannt, was jetzt passieren wird mit dem Deck. Ich habe es in der Arena noch nicht getestet. Schauen wir mal. Ach, das ist natürlich immer unpraktisch. Das ist natürlich immer unpraktisch. Na, die erste Karte, die durfte ich selbst nicht legen, weil wieder Auto liegen drin war. Aber gibt Schlimmeres. Legen wir mal ihn. Den habe ich zum Beispiel zurückgeholt. Glatte viermal zurückgeholt. Das war wichtig, wichtig. Meiner Meinung nach. Oh. Aua, aua, aha. Ah, war klar. War das nicht so schlimm? Ich hoffe, dass nicht so viele aufgeben werden. Das wäre echt doof. Wie gesagt, das macht mir keinen Spaß dann. Dieses Aufgegebe finde ich halt langweilig. Aber gut, dann kommen halt mehr Runden, ne? Wenn sie immer aufgeben, kommen natürlich mehr Runden, aber das ist ja nun auch nicht das, was man will, ja? So, der nette Herr hat ganze 10 Karten wieder auf der Hand und ist sich nicht sicher, welche er legen soll. Die 1 ist abgelaufen, 0 und keine Karte gelegt. Eine Karte wird gelegt. Na? Na, was hat er denn? Ja, was gibt's groß zu erzählen? Ich versuche jetzt gerade wieder ein bisschen ranzukommen an die noch stärkeren Karten. Ich habe ja gestern gefragt, ob dieser Drache sich lohnt, der Venom Dragon, aufgewertet auf 4, ob man den reinbringen sollte oder nicht. Da wurde mir der Link gegeben zu einem anderen Let's Player, englischsprachig, ich weiß nicht, ob da vielleicht auch sogar Deutsch ist, der wohl ein quasi Random Deck hat, das halt nicht aus Karten besteht, die halt wirklich zusammenpassen, sondern wirklich eher aus Karten, die man gerade so bekommt, blaue Karten. Was auch relativ stark ist, aber er hat halt auch einen Atlas drin. Ein Atlas ist auf jeden Fall fast schon ein Garant zum Sieg. Und den hält natürlich auch gerne. Und daran versuche ich zu arbeiten. So der Plan. Ja, sieht nicht gut aus für ihn. Jetzt wird er aufgeben. Oder er kämpft weiter. Oder ich habe auch schon gehabt, dass Leute dann einfach die Zeit haben, mal grundsätzlich ablaufen lassen, schon gar nicht mehr gespielt haben, das Handy wahrscheinlich zur Seite gelegt haben. Alles schon erlebt. Wir werden auf jeden Fall auch gleich wieder ein paar Packs aufmachen. Das ist wichtig. Und ja, mal schauen, was dann kommt. Ich hoffe nicht nochmal der Venom. ansonsten muss ich sagen, ich bin ja echt am Überlegen, ob es vielleicht sinnvoll ist, wirklich, auch wenn es halt nicht Karten sind, die dazu passen zu dem Ganzen. Ich warte mal kurz, nicht, dass wir ihn nochmal kriegen. Dass Karten, die halt nicht zu dem Deck passen, aber trotzdem eine Vierfachfusion haben, ob die vielleicht trotzdem lieber ins Deck genommen werden sollten. Ja? Also, das ist meine Überlegung. Kann man so und so sehen, aber ich glaube, das ist vielleicht gar keine so dumme Idee. Naja, ist bewusst nicht ihn als erstes gespielt, weil seine Stärke ist ja quasi vor dem Gegner aufs Brett zu kommen. Und das wäre jetzt quasi für mich das Todesurteil gewesen, für meinen tatsächlich.
So kann er jetzt wenigstens noch zwei Runden aufbauen. Das wäre natürlich nicht passiert sonst. Also der wird wahrscheinlich irgendwann den hier legen. Ja, bei dem Vieh weiß ich mal nicht so ganz, was das macht. Also weiß nicht, was das hier, was ein Nullify machen soll. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich weiß es bis heute nicht, was das ist und was das bringt. Ich habe keine Ahnung. Für mich klingt das eher so, als wenn das den Angriff negiert, also quasi ja unbrauchbar macht. Aber das tut's ja, glaube ich, nicht. So, der wird jetzt den töten, dann habe ich ihn mit ihm an den Eiern. Sag ich ja. So ist halt die beste Taktik. Ja, also irgendwas legen, was halt länger hält, sodass du dein Piepmatz nicht als erstes legen musst. Das ist immer blöd. Es sei denn, der Gegner legt als erstes eine Karte, dann legst du dein Piepmatz natürlich. Ja? Hat er aufgegeben. Warten mal kurz, damit wir ihn nicht nochmal kriegen. Also von euch immer noch gerne Hilfestellung zum Thema Vierfachfusion. Sollte man die nehmen, sollte man die nicht nehmen? Und Nullify, was ist Nullify? Was macht das genau? Ich habe es mir durchgelesen, aber ich verstehe den Sinn dahinter trotzdem nicht. Für mich heißt das eigentlich nur, dass es die Attacken umdreht. Also, ja. Mehr lese ich da nicht raus. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Was bist du denn? Kenne ich nicht. Gibt tatsächlich immer noch Karten, wo ich sage, boah, noch nie gesehen, kenne ich nicht. Kommt seltener vor, aber es gibt sie. Na gut, nehmen wir erstmal ihn. Ja, das sieht gar nicht schlecht aus, würde ich sagen, ne? Aber ich habe schon Spiele gesehen, die haben sich immer noch gewendet nach solchen Sachen. Also da muss nur ein Atlas kommen oder irgendwas dergleichen. Ich habe aktuell keine Karte drauf, die auf irgendwas aufbaut. Wäre quasi der Tod. Diese ganzen mystischen Karten sind der Wahnsinn. Ich hätte auch gerne eine. Die möchte ich mir übrigens auch aufbauen. Ihr seht gerade, es baut sich langsam wieder ab bei mir. Sieht nicht mehr so rosig aus, aber ihr gebt auf. Ah. Ja gut. Okay. So. Hauen wir noch einen. Schauen wir mal, was kommt. Also, es hätte jetzt alles irgendwie nichts gebracht. Also, es ist jetzt beides. Alle drei Dinger sind jetzt nicht gut, um sie zu legen am Anfang. Das ist echt doof. Weil der wird uns jetzt holen. Der wird uns holen. Weil bevor der zuschlagen kann auf ihn, wird er tot sein. Und der wird keinen Schaden gekriegt haben in der Zeit. Und der wird dann den Rest machen. Das wird nicht gut. Ah, jetzt schlägt er den nämlich tot. Gar nicht so rosig. Wir halt versuchen, das Beste draus zu machen. Aber wie ihr seht, das Ding hier schildert noch und nöcher. Und er hat zwei davon schon drauf. Das werden wir nicht gewinnen. Beim besten Willen nicht. Der wird ihn hier jetzt instant totschlagen. Absehbar. Ja, die Kombination mit den Schilden ist schon massiv. Ach so, nur ein Schild. Gar nicht so massiv. Ja, sein Deck ist nicht besser als meins, aber er hat tatsächlich die besseren Karten gezogen. Die zwei sind die Top-Karten aktuell. Was Besseres kannst du gar nicht ziehen.
Wenn du die am Anfang hast, alles tutti. Aber vielleicht kriegen wir die Kontrolle auf dem Deck zurück. Vielleicht kriegen wir sie zurück. Es ist möglich. Es ist noch möglich. Ich weiß nicht, hat der schon zugeschlagen? Das ist nicht so schön. Jetzt bin ich mir doch nicht mehr so sicher mit der Kontrolle. Dass ihm hier der Schaden weggenommen wurde, war natürlich verhängnisvoll. Blitz 4 kriegt er rein. Wenn er Pech hat, wird er noch verflucht. Das ist natürlich das Todesurteil. Einfrieren ist immer ganz schlecht. Und dass es ihn erwischt hat, ist natürlich der Wahnsinn. Genauso gut ihn erwischen können, aber er war halt noch drin im Kampf und das Spiel generiert das immer so, dass entweder die, die jetzt in den Kampf kommen und gefährlich sind, oder die, die im Kampf sind und gefährlich sind, dass die das Ding reinkriegen. Halt schade, ich würde es mir taktisch auch immer gerne aussuchen können, was irgendwie genommen wird, wann, wo, wie, was, wie und so weiter. Ja, also hier ist kein Durchkommen mehr. Das ist Wahnsinn. Ja, der hier, der war auch in dem Deck drin. Der ist ja nicht so unmassiv. Wenn man da ein Wild Deck baut, ist der bestimmt echt gut. So. Bringen wir doch langsam mal zu Ende, oder? Also ich werde jetzt nicht aufgeben. Es sei denn, er braucht wirklich jetzt noch länger mit seinen Legen der Karten. Ich meine, er hat jetzt wirklich die Oberhand, er muss nicht lange überlegen. Da gibt es nicht viel zu überlegen. Da kommt jetzt endlich meine Karte. Viel zu spät. Viel zu spät. Er hat schon halt aufgebaut. Für mich geht da nichts mehr. Oh. Ich frage mich auch manchmal, ob das die Verbindung ist oder so, dass das deswegen so lange dauert. So, den könnten wir aber ruhig nochmal kriegen. Weil so gut war der nicht. Der hatte nur die richtigen Karten im richtigen Moment. Haben wir aber leider nicht nochmal bekommen. Schade. Kein Rematch. Der Gegner liegt als erstes. Der Wahnsinn. Ich muss mal nicht als erstes legen. Irre. Oh! Das spielt natürlich in die Karten. Ist natürlich massiv, wenn der jetzt kommt, ne? Also, muss man ja so sagen. Der wird jetzt reinhauen. Gut, alt, klar. Dann haben wir jetzt die vier voll. Wir haben unsere Arena-Matches gemacht. gut. Wir machen jetzt noch fixi-fix ein paar Karten auf. Weil ich den Dust brauche. Und man könnte ruhig dabei sein. Kommen schon ein paar Grüne vielleicht. Brauche ein bisschen mehr Dust. Ah, ist schon besser. Damit kann man schon ein bisschen mehr arbeiten. Ja, genau. Wundervoll. Vielleicht auch eine brauchbare blaue? Eine brauchbare lila, ne? Fragen darf man ja noch. Jede Menge Grün. Na komm schon. Komm schon. Sag mal, gibt es auch noch andere Karten da drin? Ich kriege irgendwie immer die gleichen. Ist ja nicht mehr zu fassen. Jetzt muss ich noch den Venom Dragon kriegen, den ich bedient. Oder auch gar nichts. Dankeschön. Gut, dann war's das für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.